Hier. Scheiße, Digga, ich habe aus Versehen live beendet. Ich wollte eigentlich nur das Gespräch beenden. Also wieder alle Anfragen reinballern, vor allen Dingen auch Mädels. Ich will nicht nur mit Jungs live gehen. Ein Mädel zwischendrin. Sonst macht's keinen Spaß, Digga. Hallo, Servus. Wann kommen wieder Real Talk Videos am See, Digga? Oh mein Gott, krass. Ist ja schon ultra lange her. Ihr wisst ja, du weißt ja auch, um welches Thema es immer geht, wenn ich am See sitze, ne? Eigentlich müsste ich zu dem Thema auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen wieder. Es geht ja immer, wenn ich am See bin oder am Wasser bin und ein Video drehe, geht es eigentlich immer so um meine Drogenvergangenheit und um meine Struggles mit meiner Psyche und Drogen etc. und so. Eigentlich könnte ich da mal wieder ein Update raushauen. Blauer Himmel in, man. Gib mir den Blauhimmel-Vibes, man. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, die Mädels trauen sich immer noch nicht. Scheiß drauf. So, wir nehmen als nächstes. Komm. Hallo. Motivationsvideo, schönes Wetter. Wann kommt Straßenumfrage? Warte, was geht? Hey, what's going on here, man? Alles gut? Ja, alles gut, Alter. Ich hatte nie gedacht, dass du mich dran nimmst. Auch Schweiz oder was? Nein, Österreich. 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 Feier ich, Bruder. Was geht? Alles klar, wie geht's? Ja, alles gut bei dir. Alles gut soweit. Wie ist dein Name? Nassim. Nassim? Ja. Nassim. Geil, Digga, aus Österreich. Was machst Ja, du so? genau. Aus Tunesien eigentlich. Hauptsächlich. Tunesien? Ja. Okay, stark, stark, stark. Was machst du so? Ja, gerade nicht zu Hause sein, du weißt, Digga, ein bisschen Musik machen, dies, das. Machst du Mucke, ja? Ja, Rap ein bisschen, was der tut, Spaß. Spaß, sagst du? Ja, Okay. Spaß. Kein Spaß, Bro. Wenn, dann richtig, Digga. Entweder oder. Ja, stimmt. Hau mal raus, Digga. Willst du was raushauen? Ich weiß nicht, Digga. Willst du mal was anschmeißen oder was? Ja, Plattform ist geht da, nicht, weil Bruder. ich mache immer über Bluetooth-Box die Beats. Also ich verbinde mich mit der Bluetooth-Box mit Handy und dann rappe ich mit Handy über den Text, was der. Hä? Wie du willst, Bruder. Lass A Cappella einen raus oder wie du willst, Digga. Plattform ist jetzt da, Digga. Ich weiß nicht, vielleicht anders mal oder so, aber jetzt gerade zu nervös, Digga. Okay, Bro. Verstehe ich, Digga. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe Ich ich. wollte dich so Alles fragen, cool, du Digga. hast. Hast du sonst irgendwie eine Frage oder irgendwas? Ja, voll. Du hattest mal erzählt in einem Video, du hattest was mit deiner Psyche und so. Die ist nicht so gut Ja. gegangen. Hattest du mal erzählt? Ja. Und Ja. hattest du da eigentlich so eine Psychose in der Art oder war das was anderes? Ja, doch, Bruder. Also, wo ich 15 war, Digga, da war ich 15, da hatte ich Ja. schon so 2 Jahre lang jeden Tag gekifft, so. Und dann habe ich irgendwann richtige so Bretter im Kopf gehabt, so. Ich habe mich irgendwie voll komisch gefühlt, immer so anders gefühlt und so. Dann habe ich irgendwann meine Mutter gesagt, so, ey, Mama, irgendwie fühle ich mich komisch, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht so. Da sind ganz komische Gedanken drin und so ein Shit. Und dann bin ich mit meiner Mutter zu so einer Drogenpsychiatrie-mäßig gefahren, so. Und da Ja. habe ich dann mit so einem Psychiater einen Talk gehabt, da musste ich dann so einen Fragebogen ausfüllen und so. Da habe ich mit dem einen Talk gehabt und nach dem Talk war das alles weg, Bruder. Also ich habe nur den Talk gebraucht von ihm. Ich musste das nur richtig einschätzen können und danach war alles weg wieder. Weißt du, ich meine so? Also ich habe dann danach aufgehört zu kiffen und habe keine Psychosen gehabt oder so. Also was ich dazu sagen kann zu dem ganzen Thema ist, habe ich mich auch dann noch im Nachhinein mehr mit beschäftigt. Es sind zwei Gründe, Dicker. Zum einen ist es so, dass wenn du noch wächst, wenn du noch growst quasi, wenn dein Gehirn noch wächst und du in der Zeit halt so viele Drogen konsumierst, Bruder, dann können halt Psychosen entstehen. Deine Gehirnsynapsen, da Genau. passiert dann irgendwas, so. Weißt du, wie ich meine? Und was Ja. noch dazu beiträgt, auch im Erwachsenenalter, wenn diese Psychosen dann nicht mehr entstehen, ist auch dieses gesellschaftliche Ding. Das heißt, weil es ja illegal ist, denkt man schon allein im Kopf, wenn du es nur machst, dass du schon was Böses gerade machst, im Anführungszeichen so. Das hat einen Effekt auf deine Psyche auch. Das ist krass, Digga. Also, das ist Ja, schon. sicher, ich muss dir das erzählen. Ich hatte zweimal eine Psychose. Ja. Zum Schluss wurde dann herausgestellt, dass ich eine paranoide Schizophrenie habe. Aha. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob ich eine habe oder nicht. Und jetzt bekomme ich jedes Monat so eine Spritze, Digga. Krass, Digga. Wegen Gras.
Wegen Gras. Ja. Aber das sagen die, dass es wegen Gras ist, ne? Ja, genau. Aber ich hatte mehrere Sachen genommen, aber es Aha. war hauptsächlich, ich hatte jeden Tag gekifft und das war Aha. dann von dem wahrscheinlich. Also die Drogenpsychose war von Gras. Jesus, Digga. Und dann kriegst du jetzt eine Spritze oder was? Ja. Und was ist da? Was ist da drin? Bitte, bitte. Was ist Ich da weiß drin in der selber nicht Spritze? genau. Es heißt Abilify, und keine Ahnung, was da genau drinnen ist. Oh, Aber es Bro, hilft dann. halt gegen, dass ich nicht nochmal so eine Psychose bekomme und so, dass ich klar im Kopf bin und dass nicht nochmal eine Psychose auftritt. Bruder, ich will nicht dingen, weil ich habe die Situation jetzt nicht richtig mitverfolgt und so, ne? Ich bin auch kein Arzt oder so eine Scheiße, aber ich bin halt generell immer Ja. skeptisch dabei, wenn Ärzte Medikamente oder Chemikalien verschreiben, so. Und ich weiß nicht, Digga, das mit der Spritze hört sich schon irgendwie Dings an, so. Ich will da nichts sagen, Bruder, aber hinterfrag das auch, weißt du, ich meine, so hinterfrag nicht nur das eine, sondern hinterfrag auch das andere, weißt du, so. Auch was ein Arzt sagt, muss hinterfragt werden, so. Nicht, dass du vielleicht, weil ich glaube halt sehr an spirituelle Dinge. Ich glaube sehr an Gott auch und so. Und ich glaube halt, dass du es auch innerlich spirituell schaffen kannst, mit dir selber im Reinen zu sein. Und man braucht da keine Spritze oder sowas für. Weißt du, ich meine so? Ja, ich bekomme die Spritze insgesamt 12 Monate und dann nicht mehr. Jetzt habe ich sie schon 8 Monate bekommen oder so. Und dann ist sie Ja. auch komplett weg. Okay. Ja, Hauptsache, dir geht's gut halt. Weißt du, ich meine so, das ist ja Ja, das A genau. und O, Digga. Das ist ja das Wichtigste, Bro. Ja, Bro. Ich weiß ja, aber krasse Story, Digga. Nimmt mich gerade Ja. selber mit, Bro. Alter, krass, Digga. Krass, Bro. Krass, 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 Digga. Wann Ey, Bro, ich. kommen eigentlich wieder mal Straßenumfragen so oder kommt wieder mal was oder? Bro, ich sag so, Digga, so Straßenumfragen kommen, wenn dann nur noch episodenweise, wenn ich so Bock hab. Weißt du, ich hatte jetzt zum Ja. Beispiel im Sommer habe ich so Bock gehabt, so, ey, geil. Besten Fünf, Videos, sechs. ich schwöre, besten Videos, Alter. Fünf, sechs, sieben Videos, und wenn ich jetzt nächsten Sommer wieder Bock habe oder irgendwo bin, vielleicht bin ich in Miami, Bro, oder vielleicht bin ich irgendwo anders, Digga, und dann drehe ich einfach drei, vier, fünf Straßenvideos. Aber es wird nie mehr so sein, dass es jetzt so durchgängig konzeptmäßig kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, nice. Ja, Mann. Wie du Ja, Bock Mann. hast, oder? So, genau so, Bro. Genau so, Bro. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, ich Ja. wünsche dir nur das Beste, Bruder, Alter, und ich wünsche dir wirklich Kraft auch in deinem Leben, und ich hoffe, dass deine Psyche alles stabil wird, Bro, okay? Danke, Bro. Bis dann, Brudi. Ciao. Ciao, ciao. Yes, ja, Digga. Krasse Story auf jeden Fall. Heftiger Livestream, Bro. Heftiger Livestream. So. Mein Akku ist fast leer. Sorry, dass ich meine Nase die ganze Zeit so komisch hochziehe. Hallo. Hallo. Was geht ab? Nichts bei dir? Man sieht dich nicht. Okay, warte, ich muss kurz Wörter drauf tun. Muss sein, muss. Mädels, ihr seid immer so eitel, ja. Du bist bestimmt auch ohne Filter. Nein, läuft nicht ohne Filter. Nee? Nee. Ich sehe dich immer noch nicht. Geduld. Geduld. Wo kommst du her? Ich bin aus der Schweiz, aus Luzern. Krass. Ich habe voll viele Schweizer Leute, glaube ich, irgendwie. Ich war jetzt mit drei Wahrscheinlich, Leuten oder? live, zwei aus der Schweiz, einer aus Österreich. Was ist mit den deutschen Leuten hier los, Leute? Wo sind meine deutschen Follower, Freunde? Servus. Oh mein Gott, ich bin tatsächlich Was? drin. Oh mein Gott, was hat gar nicht. Was geht ab? Ey, der Filter, der war richtig creepy gerade. Ja, Kennst du das, wenn der Filter nicht so richtig greift? voll. Du kommst aus der Schweiz oder was? Ich bin aus der Schweiz, ja. Wie ist dein Name nochmal? Vesna. 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 Was bist du für eine Landsfrau? Albanerin. Was? Oh, ich werde voll gedisst wegen meinem Deutsch. Ich feiere das. Ich schwöre dir, ich feiere das. Ich find's geil. Was machst du beruflich? Ich tue Handys reparieren. Echt? Hast du einen eigenen Shop oder was? Mach's zu Hause. Oh shit. Krass. Wie Dir? bist du darauf gekommen? Dir, wie geht's? Gut, soweit. Ich bin hier gerade ein bisschen Sonne genießen. Du Sieht weißt doch. aus. Entspannt. Erzähl mal, hast du irgendwie eine Frage oder irgendwas?
Du bist ja ein bisschen spirituell, oder? Sehr, ja. Okay. Bist du spirituell? Mein Akku ist gleich leer. Nicht erschrecken, wenn mein Handy jetzt ausgeht und das Video be warte mal ganz kurz. Noch 4%. Was war deine Frage nochmal? Seit wann bist du spirituell? Oh, seit. Boah, das ist eine gute Frage. Ey, lass mal Schweizer voll frech, ey. Ich glaube, ja, seitdem ich so übermenschliche, in Anführungszeichen, übermenschliche Erlebnisse hatte, weißt du, wie ich meine, wo ich mal so Sachen erlebt habe, wo ich mich gefragt habe, ey, das kann kein Zufall sein, weißt du, was ich meine? So, das muss irgendwie tiefer sein. Und dann habe ich angefangen, mich zu beschäftigen mit Dingen, die halt mehr sind als das, als diese Realität. So, weißt du, wie ich meine, so? So. Ja, Mann. Rede mehr darüber. Safe. Ey, guck mal. Geschichte. Was hast du gesagt? Sorry. Ist Du bist sicher so ab. eine Geschichte. Ja? Weißt du, was das Problem immer ist? Die Leute sagen immer, die finden es cool, über so eine Sachen und so zu reden, dies, das, und die wollen sich das gerne reinziehen und dann macht man sowas und dann kommt es nicht an. Dann wollen die, dann kommt wieder in der Öffentlichkeit kommt wieder nur das an, was polarisiert und irgendwie anstößig ist. So, weißt du, wie ich meine? Dann reißt du den Arsch auf, machst einen spirituellen Talk oder was mit Liebe oder so und das juckt dann wieder keinen so. Ich meine. Stimmt schon, aber ich habe das Gefühl, es würde sicher viele Leute interessieren, so wirklich deine Geschichte oder deine spirituelle Entwicklung. Also, Ja, lass zusammen machen. also Machen live und du stellst mir immer spirituelle Fragen so über meinen Weg und so. also Ich muss jetzt das Live-Video beenden, weil ich will es speichern, bevor das gelöscht wird. cool. Aber Also. lass die Tage nochmal wiederholen. Wenn die Leute Bock drauf haben, lass nochmal wiederholen. Okay? Ich Okay. küsse dein Herz. Bleib so, wie du bist, ja? Du Grüße in die Schweiz. Peace. Yes, Freunde, das war's gewesen mit dem Live-Video. Ich muss schnell speichern, bevor das Handy ausgeht. Ich küsse euch. Wir sehen, Bionic dabei ist alles. Bald dabei ist alles.